Leonardo Cennoni, seit 2018 das erste Mal eine Playoff-Serie verloren. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal Kopffinish, aber als Sportler, als Erfolgssportler, wollen wir immer gewinnen. Wie tief sitzt der Frust aktuell, nachdem man so lange eigentlich das Gefühl nicht mehr hatte? Ja gut, es tut weh. Das ist ja so, wenn das letzte Spiel von der Saison verlierst, hast du das Ziel nicht erreicht. Und das ist schon das, was weh tut. Es tut mir leid für die Mannschaft. Wir haben Kämpfe gehabt. Wir haben es gut gemacht. Aber Gratulation an Genf, sie haben sehr, sehr gut gespielt. Der Dänen ist mehr in den Playoffs super gespielt. Es hat am Schluss nicht länger. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es ist eben auch Gegner natürlich schon. Was hat vielleicht Genf auch so gut gemacht? Was hat sie auch so schwierig gemacht? Für euch als Goalie, aber für das Team insgesamt aus so einer Sicht? Ja, ich glaube, sie haben uns sehr früh gestört. Sind tief in unsere Zone gekommen, sehr gutes Vorchecking gemacht und so eigentlich drei Mann gemacht. Wir haben unser Spiel gar nicht können aufziehen oder zeitlich lang nicht können aufziehen. Wir haben das Tempo nicht können generieren, wo wir gebraucht hätten, um über die blaue Linie zu kommen. Und dann durch das halt auch viele Turnovers gehabt. Also Böckverluste eigentlich, wo zu ihren Torchancen geführt haben. Und eben, wie gesagt, sind eine gute Mannschaft, die dann nachher halt die Fehler ausnützt. Und das hat dann schlussendlich nicht gelungen gehabt. Es war jetzt mal knapp gewesen eigentlich. Also immer ein Goal-Unterschied und ein Empty-Netter. Und es sind genau die kleinen Sachen, die sie eben richtig gemacht haben letztes Jahr. Und für uns darum nicht gelungen hat.